Grußwort gilt heute den Kunstschaffenden, die nicht oder nicht nur in die Ferne schweifen, sondern ganz gern mal einfach nur über den Gartenzaun schauen, um zu sehen, was so in und um Paderborn an Kunst geschieht. Und zurzeit geschieht viel. Die offenen Ateliers finden wieder statt, nicht wie sonst im Frühsommer, sondern die zahlreiche Kunstschaffende Paderborns in und um Paderborn öffnen am letzten Oktoberwochenende wieder die Türen ihrer Ateliers und freuen sich auf viele alte Bekannte und Freunde und auf neue Gesichter. Neue Gesichter gibt es immer. Ich musste daran denken, neulich hat sich mir ein Kunstschaffender vorgestellt, der gar nicht so weit weg von Paderborn lebt, und der hat mir beeindruckende Arbeiten gezeigt und ich kannte ihn gar nicht, obwohl ich eigentlich viel mit Kunst, gerade mit regionaler Kunst zu tun habe. Für sowas sind offene Ateliers gut. Wir können herumgehen und können uns ein Bild machen. Und vor dem Wochenende der offenen Ateliers können wir uns einstimmen und einen Überblick verschaffen in der Ausstellung, die wir am heutigen Freitag eröffnen, hier in den Räumen des Kunstvereins. Ich freue mich, dass in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr mit seinen Widrigkeiten, sich die Künstler wieder organisiert und die offenen Ateliers in einer neuen Auflage auf den Weg gebracht haben. Ich danke für die Hilfe der Stadt und der Sparkasse Paderborn-Detmold, die sich beide immer wieder gerne engagieren für das Projekt, und der Kunstverein stellt natürlich auch jedes Jahr gerne seine Räume zur Verfügung für die einführende Ausstellung, die dieses Jahr nicht nur 2, sondern 3 Wochen sogar laufen wird. Wir haben anlässlich der offenen Ateliers wieder einmal die Artbox im Angebot mit Kunstpostkarten zu jedem und jeder Kunstschaffenden der offenen Ateliers und einem Lageplan, wo die Ateliers zu finden sind. Es gibt ein umfangreiches Programm um die offenen Ateliers herum, Stadtführungen, Atelierführungen und eine Radtour. Wir freuen uns, wenn viele daran teilnehmen. Bitte melden Sie sich aus gegebenem Anlass vorher persönlich im Kunstverein zu einer dieser Veranstaltungen an. Aktuelle Informationen finden Sie wie immer auf der Internetseite der offenen Ateliers www.oa-pb.de. Dort ist alles auch aufgelistet, was geboten wird. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich fange nochmal an, aber es läuft weiter, so ist vielleicht besser. Ich darf die Maske mal abnehmen jetzt, auch zu diesen Corona-Zeiten. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kulturinteressierte. Wie Sie unschwer feststellen können, ist dies eine sehr ungewöhnliche Art, mich zum Status quo der aktuellen Kultur in unserer Stadt zu äußern. Aufgrund der momentanen Corona-Situation spreche ich zu Ihnen leider nicht live, sondern in einer Aufzeichnung vom 6. Oktober 2020. An dieser Stelle darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Harald Morsch. Ich bin seit über 37 Jahren Herausgeber des Paderborner Stadt- und Kulturmagazins Das Heft. Arbeite als Grafikdesigner und Fotograf. Vielleicht fragen Sie sich, wie sich diese aktuelle Pandemie auf meinen Beruf auswirkt. Als es klar wurde, dass das Coronavirus im März auch Paderborn erreichte, überschlugen sich die Meldungen und die Zweifel, überhaupt einen Veranstaltungskalender in gewohnter Weise zu produzieren. Eine Veranstaltung nach der anderen wurde abgesagt.
Anzeigenkunden mussten verständlicherweise ihre Aufträge ruhen lassen. Aus einer fast aussichtslosen Situation wurde die Idee geboren, Freunde, Bekannte und Kulturschaffende zu Wort kommen zu lassen. Hier sehen Sie die Ausgabe vom März, also ein historisches Werk, März 2020. An dieser Stelle mein allerherzlichstes Dankeschön an die Autorinnen und Autoren, die so sehr schnell Hilfe angeboten haben. Somit konnten wir zumindest erst einmal eine Ausgabe produzieren, in der Hoffnung, in ein paar Monaten an das bisherige anzuknüpfen. Es sollte sich als zu optimistisch herausstellen. Nun sind es schon 7 Monate vergangen und es ist nicht wirklich eine solide Hoffnung in Sicht. Langsam und behutsam werden größere Veranstaltungen durchgeführt. Für die Veranstalter sicherlich immer ein Abwägen, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Ich bin der Meinung, dass das richtig ist, weiterzumachen. Zwar in eingeschränkter Form, aber immerhin. Man könnte natürlich auch ein komplettes Verbot aussprechen. Das hätte aber zur Folge, dass es Jahre dauern würde, einen normalen Spielbetrieb aufzunehmen. Momentan sind bis auf die hiesigen aktuellen Ausstellungen die Sparten Musik, Theater, Kabarett, Lesungen, Kino ausgebremst. Aber sie sind da. Wie wichtig die kulturellen Veranstaltungen für uns Menschen sind, muss ich hier nicht erwähnen. Für mich ist jedenfalls das kulturelle Leben, wie die Luft zum Atmen, eine Herzens- und Seelenangelegenheit. Viele, sehr viele Arbeitsplätze und Existenzen sind betroffen. Vom Veranstalter über die Veranstaltungsorte bis hin zu den Technikern gilt unsere Aufmerksamkeit. Mein Appell an die Politiker: Sie haben sich bei dem Paderborner Kultursommer 2020 großartig für viele Betroffene eingesetzt. An die Kulturinteressierten, sich mehr denn je bewusst zu machen, diesen Bereich monetär und aktiv zu unterstützen. Zum Schluss möchte ich mich persönlich noch einmal ganz herzlich bedanken. Bei meinen Gastgebern, dem Kunstverein Paderborn, bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch sie waren und sind durch starke Einschränkungen betroffen und sind trotzdem unermüdlich und motiviert, die Kultur in Paderborn zu unterstützen. Bei unseren Anzeigenkunden, die uns die Treue gehalten haben und ihre Anzeige nicht storniert haben. Bei den vielen Autorinnen und Autoren der Gastbeiträge, bei vielen Sponsoren und Spendern für jeden Euro. Bitte unterstützen Sie unsere Kulturarbeit im Rahmen Ihrer Möglichkeit. Mein besonderer Dank vor allen Dingen gilt auch den Organisatoren der offenen Ateliers, Dagmar Venus, Horst Kraus, Hirzi Takula und Wolfgang Brenner. Ich wünsche den offenen Ateliers, die am 31. Oktober und am 1. November stattfinden werden, ganz viele Besucher. Sie können das auch hier im aktuellen Oktoberheft natürlich nochmal nachlesen. Ich danke Ihnen sehr. Auf Wiedersehen.